Ja, hier kommt man von da aus gar nicht hin. So, außerdem fehlen uns noch 3 Edelsteine. Also irgendwo muss ja noch was sein. Oder sehe ich das falsch? Ja. Ja, ja. Gehen wir nochmal den Weg hier. Hier ist auch nichts. Genau, dann haben wir hier noch dieses komische Nest. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das ganz ohne Grund da ist. So, wenn wir nämlich hier weitergehen, dann finden wir ja auf einmal erstmal das Wasserbecken, was aber zum Glück nichts anderes mehr hat. Und das Ding. Ach, Moment mal. Schade. Ja, das hätte ich mir noch vorstellen können. Hm. Ja. Ansonsten tut es mir leid, mir fällt nichts ein mehr. Vielleicht kann ich auf dieses Nest irgendwie drauf und da. Nee. Ich vergesse ja immer, dass ich das kann. Ja. Hast du noch was? Nö, der sagt auch nichts mehr. Da drüben steht dann dieser blöde Topf. Das hier sieht aber auch nicht aus, als würde man es zerbrechen können. Wäre ja auch ziemlich fies irgendwie. Nein, 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 nein. Flupp. Ach, verdammt, ja, nee. Na, nee. So, also einmal hier einfach durch. Mal von der Seite, vielleicht hat man irgendwas übersehen, aber nein, hat man nicht. Ja. Bevor ich jetzt hier weiter planlos einfach durch das Level renne, möchte ich noch eben eine Sache ausprobieren. Und ansonsten... Ja, das geht auch nicht. Gut. Dann unterbreche ich an der Stelle die Aufnahme und suche einfach mal weiter und gucke, ob ich irgendwas finde. Sonst weiß ich noch nicht, wie wir weitermachen. Also, bis gleich. So, also nach relativ kurzer Zeit habe ich, zumindest die 2 Diamanten gefunden. Hä? Moment, die war... Ach, ne, ja, genau. Hey. Ja, da habe ich sie gesehen. 2 rote Diamanten. Und jetzt, ich habe gedacht, die wären bei dem Turm zum Hochsegeln. Aber das sind sie gar nicht. Einen Moment, ich muss mich mal gerade richtig hinsetzen. Ich hatte mich etwas unbequem hingesetzt, um ins Mikrofon zu sprechen, weil ich dachte, ich nehme eben die Diamanten und weiter geht's mit Suchen. Aber hier ist ja noch so ein Haus und das sieht mir sehr nach der letzten Kugel aus. Ah, Spyro, ich bin so froh, dass du hier bist. Ohne meinen zuverlässigen Bleistift kann ich nichts tun. Ich habe ihn wohl verloren. Ich habe dieses Extra-Ei. Vielleicht tauschst du es gegen meinen Bleistift? Ei aufheben und tauschen. Ah, okay. Das heißt, wir müssen jetzt Tauschgeschäfte machen. Und dafür jeweils die richtigen Dinger aufsuchen. Ich würde sagen, das Ei wird wohl hier hingehören. Oder? Muss ich dann jetzt mit der Frau, mit dem Vieh reden oder das einfach wegschmeißen? Hallo? Okay.
Oder muss ich das Ei gegen sie werfen? Nee, das kann aber nicht sein. Okay, Moment, dann gehen wir mal zu dem Kochtopf. Ich vermute mich mal, dass wir es im Mund haben müssten, damit was passiert. Ach je, Mist. Das lerne ich noch. So, der Kochtopf. War ja... Nee, hier war der nicht. Oder? Doch. Nee, war er nicht. Der war da drüben. So, wie kann man jetzt da... Ach, da oben. Ei. Haha. Ei im Nest legen. Kann man das da einfach so gegenschmeißen? Na, versuchen wir es mal reinzulegen einfach. Anscheinend müssen wir das ja sogar. Also ziehe ich gegen die Kante da. Ah ja. Na, Mist. Okay, ich habe aber auf jeden Fall eine Beere bekommen. Ich würde sagen, dafür müssen, die müssen wir einpflanzen gehen in dem Topf, den es ja dafür gibt. Ach man, der stand ja direkt in der Nähe. Und dann können wir uns auch direkt mal sappen lassen. Oder seppen, oder wie man es auch mal nennen will. Nimm die Beere. Okay. Finde ich eine sehr interessante Mission übrigens. Also wenn man das so sieht. Die Blume spuckt ein Quietscheentchen aus. Wie genial ist das denn? Ah, herrlich. Okay, es hat absolut überhaupt keine Logik dahinter, aber das ist ja auch bei sowas völlig egal. So, schneller fortbewegen durch so. Und flupp. Was haben wir da noch? Eine Rübe. Für das Quietscheentchen kriegen wir eine Rübe. Ich vermute mal, die muss in den Kochtopf. Dann kochen wir eine Rübe. Das ging auch über den Weg hier. Jawohl, genau so. Zack. Das ist Geld. Und bei wem kriegen wir jetzt für Geld einen Bleistift? Okay. Also erster Versuch. Der Mann mit Auto. Er sieht mir aus, als könnte er theoretisch einen Bleistift besitzen. Aber auf der anderen Seite auch irgendwie nicht. Schmeißt es ihm mal zu Füßen hier. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich das Elfenbein von diesen Biestern bekomme, bevor sie verschwinden. Wow, krass. Warum helfen wir so einem überhaupt? Also sowas, ne? Kann ich ja gar nicht leiden. Geld? Nicht Geld. Jeder will doch immer Geld, Mensch. Ach, Moment mal. Brunnen vielleicht. Weil guck mal, da liegt auch Geld. Bleistift! Ja, super! Dann würde ich dieses Level jetzt schon als offiziell beendet, verzeichnen wollen. Wobei die Frage ist, wo ich den Turm habe. Da.
Jawohl, ja. Bitte sehr, ein Bleistift. Mein Bleistift! Jetzt kann ich wieder das Alter des Universums berechnen. Hier, nimm diese Kugel. Elora glaubt, dass ich sie verlieren werde. Sehr, 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 sehr gut. Zack, da haben wir eine Kugel, 3 von 3. Alle Edelsteine, Zaubersumpf, geschafft. Und jetzt packe ich auch wieder meinen Tick aus und gehe bis zum Endtor, obwohl das komplett unnötig ist. Aber das sollte ja nicht zu lange dauern, ansonsten wäre es nämlich auch total schwachsinnig. Aber die paar Sekunden, denke ich mal, könnt ihr verkraften. Ich glaube, wir wissen, wer das linke und wer das rechte war. Das rechte war Hydra und das linke war die Schnarchnase. So, Rückkehr nach Wintertundra. Sehr, sehr schön. So. Soweit ich weiß, werden die Ringe ja nicht als Welt hier aufgeführt im Handbuch, ne? Dann müssten wir noch eine Welt haben. Aber einfach der Vollständigkeit halber will ich jetzt mal den Robotikerhof besuchen. Denn uns fehlen da noch Edelsteine und es fehlen auch noch eine Kugel. Es fehlt noch eine Kugel und ich habe, das ist mir gerade beim Sprechen eingefallen, gemerkt, wir hätten das Ganze abkürzen können eben, wenn wir so gemacht hätten. Aber naja, egal. So, komm. Du kannst deinen radioaktiven Kram woanders abladen. Wir wollen den nicht haben. Dieses Zeug sollte man verschwinden lassen. Yay. Richtig, ich erinnere mich. Diese komischen Viecher hier. So, hier eine Wippe. Genau. Das weiß ich alles noch, als wäre es gestern gewesen. Das ist ganz sicher eine viel längere Zeit her. Um genau zu sein, müsste das über 3 Wochen her gewesen sein, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe und wir hier waren. Na, komm schon. Zack. Ja, genau. Hier dieses Windmühlen-Ding. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Und da sind wir auch schon bei der Kugel angekommen. Das weiß ich noch. Die Frage ist jetzt... Kann man vielleicht die Viecher mit den Dingern hier abwerfen? Und was ist das? Ach, das spuckt die Dinger aus. Diese verflixten... Vogelpest verscheuchen. Ich glaube, es gab 6 Stück davon. Das ist ein bisschen viel, meiner Meinung nach. Ne, 4. Okay, und zack. Okay, nicht getroffen. Ich glaube, das dauert so viel zu lange. Das kann gar nicht sein. Versuchen wir mal von hier zu werfen. Nein, zu kurz. Aber sie fliegen zum Glück auch nicht weiter, wenn ich nicht lange nah genug dran bin. Und ich meine, theoretisch haben wir ja die Möglichkeit, die zu treffen, oder nicht? Also mit dem... ohne... Na, das wird nichts. Okay. Gucken wir mal kurz, wie die Dinger reagieren. Genau, hier haben wir eine super Position dafür. Das haben wir auch letztes Mal schon rausgefunden. Und naja, gut. So, die nächste haben wir, sogar die erste. Ja, nee, die ist leider etwas zu schnell für uns. Jawohl, die nächste. Eine einzelne fehlt noch.